ihr Lieben, herzlich willkommen in unserem Garten. Jetzt haben wir Februar und ich wollte euch zeigen, wie es jetzt bei uns aussieht. Also, kommt doch mit! Ja, ich nehme euch mit in den Garten und zwar habe ich ja im Video gezeigt, dass ich teilweise den Jakon in der Erde lasse und ich bin neugierig und mag jetzt mal gucken, wie der aussieht. Also, los geht's! Wir fangen hinten in Beet 4 an. Da habe ich die Jakonia nicht abgedeckt. Ihr seht, der vertrocknete Stängel steht da auch immer noch. Ja, und dann geht's jetzt ans Buddeln. Die letzten Male, als ich eine Jakon ausgebuddelt habe, hing ja schon die Pflanze selber voll mit Knollen. Das war diesmal gar nicht der Fall. Ich habe da noch eine Zeit gesucht und ihr seht das schon im Schnellraffer. Also eine Knolle habe ich gefunden, die zeige ich euch nachher auch noch in der Nahaufnahme. Aber richtig viel kam da nicht bei rum. In Beet 1 hatte ich das Ganze ja mit Pappe abgedeckt und da war ich gespannt, wie es da drunter aussieht. Ihr seht, durch den Stein, den ich da drauf gelegt hatte zum Beschweren, ist die Pappe wirklich an Ort und Stelle geblieben. Was ich dann aber entdeckte, als die Pappe weg war, machte mich ein wenig stutzig. Die Pflanze hing praktisch in der Luft. Nur eine Speicherknolle hing an der Pflanze noch dran. Das ist im Vergleich zu den anderen Videos natürlich super wenig. Ich habe dann noch eine Zeit weiter gebuddelt und gesucht, aber was ich gefunden habe, waren entweder solche Schalen, wie ihr hier seht, oder komplett verfaulte Wurzelteile. Daraufhin habe ich mir das ausgegrabene Stück dann noch ein bisschen näher angeguckt und ihr seht auch oben, der Stängel ist total modrig und die Speicherknolle ist auch beschädigt. Und beim näheren Hingucken komplett durchgefault und schwarz. Jetzt frage ich mich natürlich, woran das lag. Lag das an dem Regen, den wir die ganze Zeit hatten, oder hat da wirklich etwas an der Wurzel genagt? Was meint ihr denn? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare bitte. Topinambur habe ich am Zaun entlang gesetzt. Die Stecken lasse ich einfach stehen. Ihr seht, da kann ich jetzt einfach nach Bedarf ernten. Ein Stückchen von den Pflanzen stecke ich einfach wieder an die gleiche Stelle, so dass ich beim nächsten Mal auch noch weiß, wo ich buddeln muss. Während ich Topinambur geerntet habe, machte Chili sich an dem eben entstandenen Loch in Beet 4 zu schaffen. Die Sonnenblumen sind inzwischen leer gefressen und ich rupfe die jetzt so nach und nach raus und schüttel die Erde von der Pflanze. Lass die aber noch weiter auf dem Beet liegen. Dabei findet man überall nochmal Schildchen. Die nehme ich natürlich mit rein und säuber die. Bei dem Stein sieht's anders aus. Da kann man es immer noch wunderbar lesen und den lasse ich auch jetzt einfach weiter im Beet liegen. Die dicke Bohne ist ein Überbleibsel von der Herbstpflanzung. Sie blüht tatsächlich immer noch. Im Beet hat sich so viel Topinambur gebildet, dass der schon aus der Erde rausguckt. Diese Knollen sammle ich natürlich als erstes ein.
Schaut euch mal die langen Stängel der Pflanze an. Erinnert ihr euch noch an das Blütenmeer im Sommer? Die Fetthenne treibt auch wieder schön aus. Die übrigen Stängel schneide ich dann einfach jetzt im Frühjahr ab. Auch die gelben Narzissen oder Osterglöckchen zeigen langsam ihre Spitzen. Im Hochbeet 3 steht immer noch Salat, wie ihr seht in einem Frühbeetkasten. Hier ernte ich immer die äußeren Blätter. Der Brokkoli ist tatsächlich nochmal nachgewachsen und geht jetzt langsam in Blüte. Hochbeet Nummer 6 habe ich komplett abgeerntet und auch schon teilweise aufgefüllt. Im Tomatenhaus steht noch alles unverändert. Jetzt, wenn es wärmer wird, werde ich die Erde wieder aufwerten und die Kübel dann neu befüllen. In Hochbeet Nummer 5 steht mein Knoblauch. Da ist auch der Frühbeetkasten drüber mit der Gardine und der bekommt jetzt eine Ladung Brennnesseljauche. Den Kübel habe ich einfach offen daneben stehen und so kann es immer nachregnen und dann brauche ich das gar nicht zu verdünnen. Frische Brennnessel gibt es ja sowieso im Moment nicht. Heute, wo ich das Video schneide, haben wir auch eine Ladung Pferdemist drüber gemacht. Den hat Wolfgang mir hier im benachbarten Reiterhof abgeholt. Im Hochbeet 4 gibt es immer noch was zu ernten. Hier hatte ich ja spät nochmal Möhren ausgesät, Spinat, Feldsalat und Radieschen. Auch das Kräuterhochbeet ist ziemlich abgesackt, aber wie ihr seht, die verschiedenen Minzen treiben wieder toll aus. Teilweise habe ich die schon rausgenommen und in Kübel gesetzt, damit ich nachher auch wirklich noch weiß, welche Minze das ist, weil die verzweigen sich so dermaßen, dass ich glaube, dass es irgendwann schwer ist, die noch auseinanderzuhalten. Unsere magere Beute habe ich jetzt mit nach vorne genommen und einmal hier abgewaschen. Und ihr seht, das sind die Speicherknollen, die kann man essen. Ihr seht, auch diese Knolle ist an der Stelle schon ein bisschen weggefault. Da sieht man es auch. Dann kommen wir zu der Knolle oder zu den Knollen. Das sind die Rhizomstücke oder Vermehrungsknollen, wo man halt neue Pflanzen draus zieht. Das ist im letzten Video scheinbar nicht so klar geworden. Die sehen so aus. So, und jetzt kann man natürlich das ganze Ding einbuddeln. Das wäre aber viel zu schade. Weil, guck mal, aus jedem Auge treibt die neu aus. Und darum schneiden wir die klein. Ihr seht, überall treibt die neu aus. Und die brauchen wir jetzt einfach nur in Erde zu stellen und dann wächst die. So, ihr seht, hier bilden sich ja mehrere Pflänzchen. Da habe ich dann scheinbar ein größeres Stück eingepflanzt. Und wir können das mal ganz vorsichtig rausnehmen. Seht, das schon gut durchwurzelt. Und hier seht ihr, dass es überall wieder neu austreibt, aber das Stück
ist gar nicht so riesig. Bei denen habe ich so geschnitten, dass wirklich nur ein Auge rauskommt. Schaut hier, wie klein das ist. Und ich habe das ausprobiert, also ich habe wirklich ganz mini kleine Stückchen eingebuddelt und selbst die sprießen. Also ich freue mich da gerade total. Ja, und das wäre Quatsch, jetzt nur diesen einen Wurzelstock einzubuddeln, wenn man da so viele Pflanzen draus bekommt. Also ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden mit den Vermehrungsknollen und den Speicherknollen. Also die isst man und die buddelt man ein. Wenn man die einbuddelt, das habe ich auch schon mal ausprobiert, die schimmeln einfach in der Erde. Also so, wie jetzt gerade im Beet auch, die faulen weg. Hier das Stück wurzelt, werde ich natürlich auch noch retten. Werde mir den Rest gleich abschneiden und dann gucken, dass ich hier auch mal Pflänzchen draus mache. Den Topinambur habe ich euch ja an verschiedenen Stellen im Beet gezeigt. Ich habe auch verschiedene Sorten gekauft, wobei bei keinem dabei stand, welche Sorte es ist. Noch ein Tipp von mir, weil ihr teilweise fragt, wo kriege ich das her? Guckt mal in den Hofläden teilweise oder ich habe hier in der Nähe auch eine Markthalle, die verkaufen den auf dem Wochenmarkt. Also dafür braucht ihr nicht unbedingt in ein Pflanzgeschäft gehen, weil da treibt wirklich aus jedem Stückchen treibt der neu aus. Ihr habt ja gesehen, wie riesen Sonnenblumen da dran hängen und die lasse ich einfach im Beet stehen, weil der hält sich ja nur 2 Wochen circa und ist halt dann nicht so gut lagerfähig. Von daher lasse ich die Stecken einfach mit im Beet stehen. So sehe ich immer, ah, da hinten steht noch Topinambur und kann den dann nach Bedarf ernten. Ja, die nächsten Tage soll es hier wieder Schnee geben und kalt werden. Also wir haben heute 11 Grad plus und die nächsten Tage soll es nachts teilweise bis minus 7 Grad gehen und Schnee geben. Ich sage ja, im Rheinland kommt das immer später. Also je nachdem, wo ihr wohnt, haltet euch noch zurück mit draußen arbeiten. Also ihr könnt natürlich aufräumen und sowas, aber manche Sachen machen einfach noch keinen Sinn, weil der Winter ist halt noch nicht vorbei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Honey! Komm her! Na komm! Na komm!